So Leute, willkommen zurück zu Tony Hawk Underground. Wir waren hier stehen geblieben, im Dunkeln. Im ziemlich Dunkeln. Wir waren in Kapitel 5. Soweit weiß ich noch. Wir haben im letzten Part gesehen, wie man eigene Tricks kreiert. Aber ganz ernsthaft, wer braucht das schon, ne? Wir müssen noch eine Aufgabe machen am besten. Und zwar machen wir einfach mal hier oben. Muss eine sein. Das war sehr cool. Was? Wo ist die Aufgabe hin? Hier fehlt eine Aufgabe. Okay, da fehlt eine Aufgabe. Ah, oder sind wir schon so weit, dass die alle Aufgaben wieder verschwinden und dass wir dann halt eine spezielle Aufgabe abfüllen müssen, um das Kapitel abzuschließen? Ja, so weit waren wir schon, okay. Alex Sparrow, ja, schau dir dieses Taxi an. Die Flammen lödern so. Wenn ihr dich filmen, ja, wie du Tricks darüber machst, haben wir ein perfektes Video. So. Ja, das war jetzt nicht um den Glück zu aktivieren. Können. Einfach mal. Ich weiß nicht, wieso das geht, so, ne? Aber wir können halt ein bisschen so schummeln. Halt, weil wir müssen nicht die ganzen Tricks übers Auto machen. Sparen wir uns ein bisschen Zeit. Und wenn wir es richtig machen, dann schaffen wir es auch. Ich meine, ihr seht vielleicht da auf der rechten Seite, die Tricks werden dunkel, wenn wir die schaffen. Da ist, das Nervige ist ja echt die Rampe dahinter, ne? So, wir müssen nur noch einen Kickflip zu Melon machen. Oder Melon. Ja, super, wir müssen das Tape zu Peralta bringen. Sehr schön, jetzt bringen wir das Tape erstmal weg. Das ist Stacy Peralta, Sponsor Footage. Keine Ahnung, was das heißen soll, ich kann kein Englisch, also kein gutes Englisch. Dafür jetzt das Video, was ja, der sich anguckt. Ich habe das Video, das du mir geschickt hast. Wow, du hast Stil. Du bist auf dem Team, Dude, du bist definitiv auf dem Team. We gotta find a way to get you down to the Tampa Am contest. Tampa? That would be insane. But I have like $3 to my name. Don't matter, man. I'll tell you what. You run some errands for me in New York, and I'll flow you my vintage bus for the trip. Now tell me what you want to ride, and I'll send you all the free gear you need for the event, dude. Das Geld hat freigespielt, aber wir wollen keine Skateboards wechseln. Wir sind fertig mit der Ladung. Komm. So ein nerviger Ladebildschirm, wie das wir halt in Manhattan nochmal neu starten können. Eigentlich theoretisch unlogisch. Eigentlich theoretisch, ja. Eigentlich, nein, komplett unlogisch. Punkt. Um es auf den Punkt zu kriegen, komplett unlogisch. Braucht man nicht. Unnötig. Masalin, Double for 12. Haha. ja, Manhattan kommt jetzt. Nochmal. Remanche für das Auto. So, wir haben hier. Oh mein Gott, ein Koch. Ein McDonalds-Koch. Ich nehme eine hat er eine Paprika in der Hand, oder was? Was hat er da in der Hand? Was war das da? Was hat er da in der Hand? Eine goldene Mohrrübe. Ey, Stacy hat eigentlich einen Schüler geschickt. Meine Mischung aus alten japanischen Kochtechnik und dem modernen Essen haben ihn also überzeugt. Du sollst die Kunst des Skatens bei mir lernen. Zuerst musst du aber die alten Skate-Künste beherrschen. Beginnen wir mit dem No Compli. Bring keine Schande über mein Restaurant. Oh mein Gott, das ist wieder sowas von schwer. Gut, du lernst schnell. Wende diese Technik an, um über ein Hindernis zu springen. Oh mein Gott, ist das schwer. Alt und neu harmoniert, perfekt. No Compli auf die Bank, zum dann Manual und zum Abschluss ein Flip-Trick. Oh mein Gott, zum letzten Mal. Bald werden wir den Boneless mit modernen Skaten kombinieren, aber erst musst du üben. Denk daran, der Boneless vielleicht die zusätzliche Höhe und Weite. Bap, bap. Auch wieder mal sowas von schwer und jetzt können wir uns sogar... Normalerweise ist diese Wand beinahe unmöglich zu überspringen. Mit deinem Boneless ist es ganz einfach. Ist ehrlich, das ist echt krass. Neu und alt verträgt sich gut. Ja... Du schaffst das, bringt große Ehre über uns. Das war es eigentlich schon. Es ist einfach nur No Compli,
Und der Boneless. Halt durch den Baum. Haha. So. Das ist eine perfekte Landung. Das ist das Schöne. Es gibt für perfekte Landung. Gibt es Punkte. Ladenverkäufer. Das darf nicht wahr sein. Ich sollte den Sponsoren neue Decks für die Show liefern. Aber irgendwelche Punks haben sie gestohlen. Kannst du das unserem Arsch retten und die Dinger zurückholen? So, wir müssen jetzt 7 Decks holen. Da waren schon 2, aber das Polizeiauto. Polizei, dein Feind und Helfer hat dir natürlich sehr geholfen. So, ein Board haben wir zurückgeholt. Lustig ist, die fliegen nicht auf die Fresse, ne? So, zweites Board. Doch, das fliegt auf die Fresse. Ja, beim Grinden fliegt er auf die Fresse. So. Ja, nicht, dass das Gesetz. Alter! Alter, Alter, Alter! Nein, hau nicht ab! Ich bin schneller, ich bin besser, ich bin. Maser. Oh, da, die kommen hier. Ey, die kommen aus allen Richtungen. Du entkommst mir nicht. So. Und der letzte kam mir auch gerade entgegen schon, ne? Ja, halbwegs. So, 6 von. Ja, die letzten 4, die waren jetzt eigentlich ziemlich schnell. Also, die sind auch alle auf den Haufen geskatet. Also war es jetzt nicht unbedingt so schwer, die zu finden. Müssen wir nur noch den letzten finden. Und einen Typen in der Stadt zu finden innerhalb von 2 Minuten ohne Richtungsanzeige kann schon schwierig sein. Vor allem, weil er sich ja auch selber bewegt und das macht die Sache dann nochmal ein bisschen schwieriger. Ah, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ey, wo ist er jetzt? Verarsch mich nicht. Wo ist der? Vielleicht hier oben, dass ich den nicht gesehen habe, oder wie? Nein, 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 steh auf, komm. Komm, Lady, komm. Nicht so langsam, wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Wo ist der denn jetzt? Ach, da unten ist der. Haha, irgendwie haben wir den gekriegt. Ja, wir sind fertig. Peralta sagt, wir können seinen alten Hibibus leihen und die Straßen unsicher machen. Tampa, wir kommen. Ja, und schon sind wir in einem neuen Ort. Der dritte Ort im 4. Part. Das geht sau schnell. Ja, für die 100%, ne? Muss schon sagen, kann echt schnell gehen. Ich habe nur noch 97 GB frei. Nein! Ich muss eigentlich mal wieder rendern. Ich rendere auch gleich, ganz fein. So soll es sein. Hey! One busted taillight. Violation. One bad bumper sticker. Big mistake, you punks. It's not our car, man. We borrowed it. We like cops. Aren't you white meat supposed to be out fighting real crime? Like figuring out where that missing sprinkled donut went? Oh, that's real funny, smartass. Kiss your little roller skating contest goodbye. That is, unless your buddy here wants to do us some favors. So, mit Sirup oder Marmelade. Neues Kapitel, neues Glück, ne, neue Stadt, neues Glück, eher gesagt. Und ein neuer Trick, neues Glück-Trick. Ey, für die Spezialzeigung mach dann ein White Yeah Manual. Ja, oder Yeah Right. Zwar ist das ein bisschen unlogisch, aber... Oh, das war echt wieder knapp. Jetzt, wo du weißt, wie es geht, für die Spezialzeige des Glitch am Auto. Ja, und dann noch ein Rare White an Teil halt machen, ne? Ich weiß nicht, wo ich loslassen muss. Ich glaube, die geben mir auch Bescheid, oder? Kann ja sein, ne? Übrigens fährst du ziemlich lahmarschig. Whee! Aber wo soll ich denn loslassen? Hallo, die Zeit geht auch aus. Oh! Hallo? Man kann ja wenigstens so eine Art Andeutung machen, wo man lang muss, ja? Ja, ist doch so. Man kann auch nicht damit rechnen, dass es auf einmal so stark um die Kurve geht. So, links um die Kurve, die Stadt ist auch wieder angenehm groß, aber jetzt nicht so groß wie Manhattan, aber angenehm. Ja,
Oh, das Auto soll mal da weggehen. Ich kann... Hallo? Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn das Auto auf einmal da links, rechts, selber da lang fährt. Ja, okay, es ist wenigstens realistisch, ne? Aber ansonsten, man kann sich da nicht konzentrieren. Vor allem diese Aufgabe dauert ewig lang, weil der muss erstmal eine große Runde ziehen. Und das... Der Wagen irritiert einen echt, ne? Sorry jetzt nicht, dass ich das so schwer habe hier, aber trotzdem, der Wagen irritiert einen krass stark. Weil man hat Angst, dass man gegen den Wagen prallt, dann ist die Kombo ja beendet. Ja, wärst du wohl so nett. Ich will diese Aufgabe jetzt eigentlich beenden. Da! Was soll der Unfug? Hau ab, du Karre, ey! Hat er das gesehen? Der hat mich einfach aufgehalten. Der kleine Wichsgurkenficker, ey. Hält er wenigstens an? Nö, er hält natürlich nicht an. Hallo? Ich bin noch gar nicht mehr dran. Blödes Auto, ey. Sollst du mal stehen bleiben? Nö, fährst du einfach mal weg. Aber Hauptsache, ja. Oh mein Gott, ich bin so sauer gerade. So, komm. Oh, ich krieg die Krise, ey. Ich bin gerade echt nicht in der Lage, das hinzukriegen, ne? Ich weiß nicht wieso. Wieso kriege ich diese Aufgabe jetzt nicht hin? Das ist peinlich. Jetzt kann ich auf jeden Fall nicht in das Auto reinfahren. So, danke. War mich gleich so. Man nimmt mir schon wieder 12 Minuten auf. Das macht die Sache natürlich extrem langweilig. Ne? Was ist das für langweilig? Let's Play. Das darf nicht langweilig sein. Detektiv. Ja, willst du mir helfen? Ich brauche ein Bild eines turtelnden Paares. Muss einer Typen auffliegen lassen, der blau macht und muss noch Wäsche ausliefern. Wenn erstmal an dem Auto des Betrügers. Ja. Mein Auto des Betrügers, von wegen. Wir haben da drin ihr Vergnügen, wenn ich aufnehme. Aber ich habe ja auch mein Vergnügen, wenn mein Netzer da ist, also von daher. Wap. Einmal. Das aus der R-Kombo. Zweimal. Dreimal. Viermal. Und jetzt das letzte Mal. Hey, hey, hey. Fünfmal. So, da ist ein Typ von dem Stripclub, der sagt, er hätte einen kaputten Rücken. Mach einen Trick über der Markise beim Eingang, das sollte ihn lang genug ablenken. Oh mein Gott. Noch eine bitte, kannst du die Wäsche für mich abgeben? Und fall nicht hin, sonst sagt Kind, ja genau, Wäsche abliefern, das ist auch das, was man im Skateboard machen will, ne? Wäsche ausliefern als letzte Aufgabe. Hey, saubere Krawatte. Ja, wo ist er denn? Danke. So, Wäsche ausliefern, das ist ja auch gar nicht so schwer. So, die Privat-Eye-Party. Ja, aber der Puff da hinten eher. Ja, das soll, glaube ich, einen Puff darstellen, ne? So, zu viel Stärke in meinem G irgendwas. Ich kann das gar nicht. Es verschwindet wieder so schnell, das kann man gar nicht lesen. Und der letzte ist da hinten, glaube ich. So, hilft dem Privatdetektiv, Leute! Hätte ich diese eine Aufgabe nicht so ewig gebraucht, wären wir jetzt schon fertig mit dem Level, aber in dem Fall erstmal danke fürs Reinschalten, Leute. Hier beenden wir den Part erstmal wieder. Es geht bald weiter. Freut euch drauf. Ich werde aufnehmen weiterhin. Trotzdem, Part 4 war das. Und bis zum nächsten Mal erstmal danke fürs Reinschalten und Mazzola Vista, Baby!